So, liebe Freunde, heute ist der Tag der Tage. Das wird jetzt schon aufgenommen. Okay. Heute ist der Tag danach. Aber gestern war ja. Was war gestern? Grillen bei Helga. Genau, wieso warst du das? Ja, weil ich zufällig die Helga bin. Achso, ich meine, Entschuldigung. Und ich habe ja gestern auf dem, falls ihr das jemand gestern angeschaut hat, habe ich ja versprochen, dass ich die heute zu den Haifisch schauen bringe. Hast du das mitgekriegt gestern? Ja, ja. Genau. Jetzt habe ich extra angerufen beim Neusiedler See. Das ist aber jetzt gelogen, gell? Ob sie auch Krokodile haben. Haben sie aber gesagt, nein. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Blödsinn muss dabei sein, wenn wir fahren dahin. So, jetzt habe ich sie schon abgeholt, die Helga. Habe ich schon abgeholt jetzt. Gell? Und dann haben wir wohl ein Essen gegeben bei so einem Fischgeschäft. Jetzt übergebe ich die. Weil ich will weiterfahren. Gell? Du kannst filmen, wie du willst. Du kannst mein Gesicht zeigen, meine Füße, kannst alles zeigen, ja? Passt. Nur meine Intelligenz bitte nicht. Das will ich nicht. Ja? So, wir sind jetzt in Rust angekommen. Davor haben wir geschaut, ob wir für so einen Steckelfisch dort essen können. Und dort hat es aber geheißen, ja, es gibt Vorbedingungen. Und wir haben beschlossen, du Helga, was haben wir beschlossen? Dass wir uns keine Maske aufsetzen. Ja, und übertaub uns nicht an solche Dingsbums traktieren lassen, oder? Unseren Tag irgendwie verwurschteln lassen. Genau. Ja. Genau. So, und jetzt fahren wir da oben nach Rust zum Katamaran, da habe ich früher sehr viel gespielt mit dem Kurdi Elsasser. Und darum kenne ich das Restaurant sehr gut. Und das ist eigentlich ganz nett dort. Und dort werden wir checken. Oder? Dort werden wir dann checken. Checken ist übrigens Englisch. C. Warte mal, jetzt weiß ich nicht genau. Ist ja wurscht. Checken heißt überprüfen. So ungefähr. Ob wir dort was zum Essen kriegen? Ohne. Wenn nicht, dann werden wir was, Helga? Dann hat der Hubert gesagt, wir das selber kochen. Genau. Und auf das würde ich mich sehr freuen. Na bitte. Und was habe ich da gesagt? Habe ich mit, auf alle Fälle? Ein halbes Ei. Richtig. Ganz genau. Mit Schale. Mit Schale. So, und jetzt da, vielleicht ist das nicht schön. Rust ist wirklich ein schöner Ort am Neusiedler See. Da ja einige Amerikaner und so das auch anschauen, habe ich gehört, die noch nie einen Neusiedlersee gesehen haben, werden wir jetzt den Eindruck herzeigen? Ja, richtig. Ja, beste. Wieso rede ich so viel? Und du das alles. Wenn du das in deiner Community erzählen willst. Schaut euch einmal den Himmel an. Zeig einmal den Himmel durch. Ja, das sieht man die ganze Zeit. Ist der nicht herrlich, bitte? Kleine Streifen. Kann sich jemand an so etwas noch erinnern? So wie es früher war? Schaut den Himmel an. Die Wolken. Das sind doch natürliche Wolken. Links und rechts seht ihr jetzt Schilf. Das sind bereits die Ausläufer. Die Ausläufer, die Gewächse von Neusiedlersee. Also wir bewegen uns jetzt da Richtung Neusiedler See Station. Da kann man ein Boot fahren, da kann man baden. Ja, kann man alles machen eigentlich. Gut. Schauen wir mal, wie es jetzt sein wird, wenn man das checkt. Ob man da ohne Repressalien essen kann ganz normal. Seht ihr, das ist schon alles Neusiedler See. Sich mal schon so Wasserstellen. Ja,
Heiterler. Die Heiterler, da kann man drinnen heiterln. Kann man drinnen, das heißt wohnen. Ja? Siehst du, und da muss man jetzt eine Maut zahlen. Wenn man da reinfährt, ich kenne ja das alles. Ich war ja da oft da. So. Jetzt muss ich einen Garten trocken. Jetzt muss ich schauen, eine ich Stunde hat, frei. Da runterkomme. Ja, wir bleiben ja länger, weil wir ihn auch selber kochen oder so. Jetzt musst du aussteigen. Übernimmst du? Ja, ich übernehme mich. So, und die Helga geht jetzt raus und wird jetzt die Karten ausdrucken. Nicht so schnell, da ist eine 100er Beschränkung. Nicht so schnell, da ist eine 100er Beschränkung. Da ist eine 100er Beschränkung, gell? Ja, Wahnsinn. Warte, schnell, weil sonst. Schnell, weil sonst geht. Schnell, weil sonst geht nämlich da runter. Hast du aber nicht 100er, war da Beschränkung, gell? Dass du ja aufpasst. So schnell sind wir sicher nicht unterwegs. Na du! Du warst auf einmal weg. Ja, wenn du so ein hohes Auto hast. So, jetzt werden wir da vier fahren. Wurscht, ob wir jetzt einen Parkplatz haben oder nicht. Weil wir zuerst was tun? Anchecken. Ja? Das tun wir jetzt mal anchecken. Ist du da so einen Haufen Leute da? Ja, super. Die werden alle bohren gehen oder so. Ja. Ja. Na gut. Da werden wir wohl nicht live einen Parkplatz kriegen wahrscheinlich. Aber wir lassen uns ja überraschen, oder? Wir sind ja da. Total, wir sind ja total offen für alles. So, liebe Freunde, jetzt sind wir bereits da angekommen beim Katamaran Restaurant. Da hinten ist der neue Sittlersee. Sieht man jetzt schön. Sieht man jetzt schon, gell? Sind wir schon oben jetzt, gell? Und zugestellt und die Helga wird, weil ihr nicht aussteigen kann, weil der redet halt am Blödsinn zusammen. Achso, das bin ja ich, oder? Du wirst jetzt checken, wie es ausschaut mit Repressalien oder nicht, gell? Ist das okay? Gut. Dann. In diesem Sinne, nächst, bis später. Alles eingeschalten? Ja. Und mein Gesicht ist schön oben? Alles super. Meine Frisur passt? Ja, auch super. Perfekt. Meine Ausstrahlung. Auch perfekt. Also, ich habe ja gestern versprochen, dass ich. Ja, ich bin ja gern mit den jungen Weibern unterwegs. Geburtstagsfeier. Mit ihr das mache. Und das hat mein Geburtstagsgeschenk war was? Ein Tag mit dir am Neusiedlersee. Nein, da oben nicht. Am Tag habe ich nichts geredet. Also gut, ein paar Stunden. Ja, eben. Genau. Ja. Obwohl mir das ja. Ja. Aber das ist wurscht jetzt. Gut. Jetzt, was gibt's da? Schau mal. Da gibt's heute Melanzani, gell? Nüsse, Zwiebeln, Knoblauch. Und dann kommt noch ein Ei dazu. Und dann gibt es einen Salat dazu. Okay? Mehr gibt es nicht. Außer du willst ein Bio, ein bisschen ein Bio, hast du gesagt? Ja, hast du gesagt? Hast du gesagt? Ein Bio. Ein Bio-Leberkäse. Weil die Schweindeln müssen ja auch verbraucht werden. Logisch, oder? Ha? Ja. Da stehen jetzt immer noch im Stall drinnen. Und dieser Leberkäse ist wirklich von einem Biobauern. Der tut alles selber machen. Kost einmal, Geburtstagskind, kost einmal. Der ist aber jetzt kalt. Das schmeckt anders, das wie eine andere. Stimmt's? Mhm. Sehr gut. Ja, da, merkt, da schmeckt man richtig die Sau aus. Oder? Ja, gut gewürzt. Sehr gut eben, abgeschmeckt. Eben. Darum tue ich da nicht mehr viel Würze dran. Dann
fahren wir jetzt. So, Freunde. Weil es kann ja auch sein, was ich schaue mir das daheim noch kurz an oder so. Und sehen wir's. Brav bleiben. Ich schaue mir das dann kurz daheim an. Und wenn zum Beispiel meine Haare jetzt zum Beispiel nicht richtig liegen oder so, dann lösche ich sowieso das ganze Video wieder. Weißt du, was ich meine? Ich kenne mich aus. Ja. Und so, liebe Freunde, jetzt ist die Geburtstagsweltreise. Ist jetzt sondern im Ausklang. Die Helga, das Geburtstagskind, hat zwar noch nichts gesagt, aber das ist wurscht. Ihre jetzt für sie. Also ihr hat sehr gut gefallen. Die Suppe war zwar versalzen. Das hat ja gar keine gegeben. Ja, eben, darum hat sie versalzen. Achso, gut. Und das andere Essen, ja, darüber redet man nicht. Das war sehr lecker. Ja, das sagst du jetzt vielleicht, ich will jetzt nicht irgendwas unterstellen, aber das könntest du auch jetzt, oder wenn jemand anderer da sitzt, der könnte das auch jetzt so sagen, dass es lecker war, damit er sicherstellt, dass sie ihn heimbringen. Weil, was nein, ist das? Aber ich mache so weit Werbung, vielleicht wollen dann mehr mit dir mitfahren und von dir bekocht werden. Na, bitte nicht. Ja, sicher. Ja. Also, falls sich jemand bereit erklärt, dass es gibt zwei oder drei, gibt es jetzt schon, sogar ein Ehepaar, haben sich, wir würden gern so eine Tour mitmachen. Nur bei mir ist es halt so, es wird natürlich ein Casting zuerst gemacht, ich muss die Leute kennen. Haben wir uns da vorne noch Eis? Achso, ja, sicher. Das war cool. Mit der Laufen oder ohne Laufen? Nein, ich laufe ohne. Ein Mitlaufen Eis brauche ich nicht. Also Freunde, schaut, wir sind immer noch im Rust da. Da haben wir da hinten einen tollen Parkplatz gehabt. Und da haben wir das Eis gesehen, die grüne Kuh. Gehst du runter und holst das an? Ja, was willst du für uns? Ja, ich hätte gerne Zitrone. Mit Eis. Schaut, da hast du 20 Euro. Das müsste jetzt ausgehen. Zitrone mit Eis. So. Zitrone und irgendeine andere Frucht, ist wurscht was. Heidelbeer. Ja, Heidelbeer ist gut, ja. Gut. So. Und ja, schaut. Da gibt es so ein Bio-Eis, glaube ich, nennt sich das sogar. Ich habe da früher schon mal Eis gegessen, wie ich da mit dem Kurti Elsasser gespielt habe. Im Sommer am Schiff da drüben in Rust. Ja. Und habe ich da schon mal gekostet, das war gut. Okay, in diesem Sinne, wie das jetzt da beenden, also wir sind dann auf dem Heimweg. Ich bin heute noch wahrscheinlich in unten in, wie heißt das jetzt wieder? Na wurscht, in tieferem Burgenland unten, weil ich habe mich heute noch wahrscheinlich mit den CCM TV treffen werde.